Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute mal mit einer neuen Reihe beginnen, damit ich nicht immer nur Let's Plays machen muss, obwohl ich die natürlich gerne mache, aber egal, es muss ja auch mal was anderes geben. Und deshalb möchte ich heute mit einer neuen Reihe beginnen, ein paar kleine Gedichtchen, vielleicht auch Geschichten mit meinem alter Ego Madame Sadie aus Freddy Farkas Frontier Pharmacist, ein altes Spiel von Erlo aus der Sierra Schmiede. Die kennt ihr auch schon aus anderen Videos, kommt schon öfter vor. Ja, wenn diese Reihe ankommt, dann werde ich auch mehr davon machen. Dies ist natürlich erstmal ein kleines Experiment mit dem Programm Crazy Talk 5. Vielleicht kann ich mich auch im Laufe der Zeit noch verbessern. Auf jeden Fall, hier seht ihr das erste Ergebnis. Es ist ein Gedicht von Erich Kästner, dessen Titel ich allerdings noch nicht verraten möchte, weil sonst die Pointe zum Teufel wäre. Also, los geht's, viel Spaß! Es kam ein Mann ins Krankenhaus und erklärte, ihm sei nicht wohl. Da schnitten sie ihm den Blinddarm heraus und wuschen den Mann mit Carbol. Befragt, ob ihm besser sei, rief er, nein. Sie machten ihm aber Mut und amputierten sein linkes Bein und sagten, nun geht's ihnen gut. Der arme Mann hingegen litt und füllte das Haus mit Geschrei. Da machten sie ihm den Kaiserschnitt, um nachzusehen, was denn sei. Sie waren Meister in ihrem Fach und schnitten sogar ein Gesicht. Er schwieg. Er war zum Schreien zu schwach, doch sterben tat er nicht. Sein Blut wurde freilich langsam knapp, auch litt er an Atemnot. Sie sägten ihm noch drei Rippen ab, dann war er endlich tot. Der Chefarzt sah die Leiche an, da fragte ein anderer, ein Junger, was fehlte denn dem armen Mann? Der Chefarzt schluchzte und murmelte dann, ich glaube, er hatte nur Hunger. Ja, der arme Kerl. Ha, erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Bis dann.